Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Es wird ein wenig kurios diese Woche, es werden interessante Spielverläufe, das verrate ich mal zu Anfang und ja, bevor ich noch mehr verrate, steigen wir direkt ein ins erste Spiel. Das wird ja wohl meins, zumindest habe ich einen guten Ansatz und komme erfreulicherweise auch direkt für 18 dran mit den drei Buben. Ja, 20 Augen im Stock, nicht so schlecht, langt allerdings nicht für einen Grang, dafür war es jetzt, waren es die falschen Zehner, hätte es schon mal Herz 10 sein müssen. So kann ich immer in 14 Augen drücken und habe ein ziemlich starkes Karo-Spiel. Und da kommt die erste Überraschung der Liste, ungefähr bei Sekunde 20. Karo König kommt auf den Tisch, was soll mir das denn sagen? Naja, wahrscheinlich, dass der blank ist, dass hinter mir also vier Trümpfe stehen. Ja, das ist dann die Ausnahmesituation, wo ich hier mal nicht mit dem Buben laufe, sondern mit der Lusche. Falls Trumpf jetzt doch 3-2 stehen sollte, wäre es natürlich ein interessanter Bluff, um das Trumpf Ass zu retten. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Und wenn es dann doch so ist, eine günstige Trumpfverteilung sehe ich ja sowieso gerne, dann sollen sie eben den Stich haben. Kreuz Ass, Dame Lusche, 29, und jetzt, da verfestigt sich der Verdacht. Guckt euch das mal an, das ist aber sehr bescheiden, was Spieler 2 da auf den Tisch legt. Kreuz König habe ich ja gedrückt, den würde ich jetzt natürlich gerne wieder hochnehmen. Andererseits auf 0 Augen kann ich natürlich auch, ohne dass mir ein Zacken aus der Krone bricht, die Herz-Lusche fallen lassen. Ja, hätte Spieler 2 vielleicht die Kreuz 10 mal besser direkt aufs Ass gelegt. Ja, jetzt Pik König Lusche hinterher. Okay, so günstig kann man das Spiel natürlich auch gewinnen, auch gegen 4 Trumpf. Dann kann ich den Herzkönig natürlich auch noch abwerfen auf 37 und damit ist dann alles klar. Jetzt habe ich nichts mehr auszustehen. Jetzt gebe ich nur noch den Stich gegen Pik Buben ab. Also hat Spieler 2, glaube ich, nicht unbedingt optimal getroffen. Erstens mit dem Trumpföffnung verrät er mir natürlich die 4 Trumpf, sodass ich da tauchen kann. Dadurch kriegt er nur einen Vollen jetzt auf Trumpf geladen. Und danach mauert er mit den Vollen, also will sie alle in den letzten Stichen unterbringen, das konnte dann aber nicht gelingen. Also ja, stand gar nicht so gut die Karte für mich. Gerade wenn da jetzt auf Kreuz die 21 fallen. So, zweites Spiel. Ich muss mich von dem Schock erstmal erholen, sodass ich hier trotz zwei alter Buben und einem Ass die 18 nicht halte. Der Rest ist natürlich auch ein bisschen zu dramatisch mager. So, wie spielt man gegen mit 4 Trümpfen dagegen? Ich habe zwar nur ein volles, ja, aber es ist ja der Merksatz, wenn du selbst die Trümpfe hast, dann musst du deine Vollen mal bringen. Wo willst du sie sonst unterbringen? Potenziell hätte ich natürlich noch auf Karo auch was legen können für mein Kreuz Ass, aber das weiß man. Das ist alles Spekulation, wie die Beikarte da aussieht. Genauso kann es sein, dass der Spieler ein Kreuz mitbedienen muss. So, erste 14 Augen in Trumpf eingefahren. Jetzt nochmal Kreuz halte ich nicht so für so eine schöne Idee. Alleinspieler kann dann nochmal stechen und hinten kriegt er mindestens Kreuz König, wenn nicht sogar Kreuz 10. Also öffne ich jetzt mal die nächste Farbe. Hier meine blanke Farbe, Karo. Und auch eigentlich überraschend, dass der Alleinspieler dran bleibt. Also mein Partner hat offensichtlich geschnitten. Gut, das kann er ja machen, wo er schon weiß, dass Kreuz auch eine Stechfarbe war. Und hier, zu meiner Überraschung, hat mein Partner sogar noch einen Trumpf mit. Es fehlt danach nur noch Trumpf Lusche und Trumpf Ass. Ja, Herr Karo Buben mit Trumpf 10 hatte ich ja schon rausgenommen. Das heißt, das Trumpf Ass will ich ihn jetzt nicht so leicht, sag ich mal, hochspielen. Ich tauche hier, auch wenn es 6 Augen sind, denn eigentlich darf der Spieler jetzt gar nicht mehr Trumpf spielen. Und dann hätte ich danach das Karo Ass vielleicht stechen können, Trumpf abziehen, Pik rüber, oder. Alleinspiel spielt aber doch Trumpf, hat wohl auf Trumpf 3-3 gehofft. Das war nicht der Fall, damit kann ich ihm jetzt hier das Trumpf Ass abziehen. Und damit sollten wir natürlich zu Hause sein, gerade wo mein Partner auch noch einen Karo-Stich macht. So, Kreuz König, huch, ja, das überrascht mich jetzt. Ich war jetzt schon davon ausgegangen, dass Kreuz König Lusche gedrückt sind. Warum schmiert mein Partner sonst nach der Kreuz 10 nicht erst noch den Kreuz König, wo Trumpfabzug war? Danach hätte ich halt dann von hier zweimal Kreuz spielen können. Dann kann er immer noch Karo Pik 10 und dann Karo Vollen wimmeln. Hat den Kreuz König aber im Blatt gehalten. Ja, macht aber auch nichts, denn jetzt kommt clever der Einschub ins inzwischen blank geworfene Pik Ass.
und da sehen wir, mit der Karo 10 hat er geschnippelt, also ein ganz interessanter Verlauf, der dem Alleinspieler jetzt keine Chance lässt. 72 Augen haben wir gemacht. Drittes Spiel. So, ich sehe schon hier irgendwie, es läuft interessant. Es wird scharf gespielt. Es werden auch nicht nur gute Spiele gereizt. Ich habe hier eine volle Karte, mit der ich jetzt mal 20 biete. Und da werde ich Besitzer und da kommt es, wie es kommen soll, Pik Jung gefunden. Ah, ärgerlich. Karo 7 an sich eine passende Karte. Pik Bube, der sechste Trumpf. Aber jetzt muss ich das Spiel natürlich Schneider spielen. Ja, ich kann noch mal kurz schauen, ob es Alternativen gibt, bessere Alternativen, sehe ich aber nicht. Ja, dann muss ich natürlich hoffen, dass Trumpf 3-2 steht und Kreuz 2-2, oder dass Kreuz Bube zu zweit nur ist, wenn dann noch ein Kreuzstich draußen ist, dass ich da unter durchspielen kann. Ich taufe jetzt also den Karo, muss ihn Schneider spielen, bin jetzt auf eine günstige Verteilung angewiesen. Ja, und dieser erste Stich, der sagt mir leider, dass die Verteilung wohl nicht so günstig ist. Da steht schon irgendwie 4 Trumpf drauf. Es kann natürlich sein, immer noch, dass Spieler 1 noch einen Buben hat und Spieler 2 natürlich den anderen Buben noch bei seinem Partner vermutet und deswegen das Ass noch nicht legt. Nee, er hat die 4 Trumpf verflucht. Damit kann ich das Spiel natürlich auf keinen Fall Schneider gewinnen. Ja, zum Kotzen manchmal. Hätte ich doch besser nur den Herzbuben gefunden. Ah, jetzt steht auch noch Kreuz, das ist egal. Also, wenn ich den Schneider nicht hätte spielen müssen, hätte ich zwischendrin vielleicht schon mal abgeworfen. So habe ich jetzt tatsächlich nur 60 bekommen, obwohl ich 90 brauche. Also 61 oder ein bisschen mehr hätte ich schon machen können, dann hätte ich eben die Herzlusche mal abtragen müssen, auf den Vollen warten müssen. Tja, haben wir uns einen reingelutscht, wie es so schön ist. Andererseits, was man auch sagen muss, wenn ich da nicht die 20 biete, Spieler 2 hätte natürlich großartig gefunden mit dem Pik Buben. Ja, so gesehen, wenn schon nicht selbst gewonnen, habe ich wenigstens verhindert, dass Spieler 2 da ein Riesenblatt bekommt. Der ist jetzt bei 18 Besitzer geworden und hier im dritten Stich, nachdem er zweimal von oben zieht, kommt für mich die Überraschung, Karo Bube fällt nur, das heißt, Herz Bube muss ja auch noch bei meinem Partner sein. Mit anderen Worten, auch dieses Spiel ist wohl nur ein Fünftrümpfer. Vom Vortrag kann man sagen, nachdem der Spieler im ersten Stich meine Kreuz 10 bekommen hat, hätte er dann vielleicht besser noch mal einmal unter durchgespielt, wo ich noch den zweiten Trumpf verdienen muss. Gut, hätte, hat er aber nicht. Jetzt haben wir natürlich hier erstmal 16 Augen und mein Partner eine schöne Fortsetzung. Es war auch die Stechfarbe. Ja, und da spielt der Trumpf nochmal raus. Also entweder das ist sein letzter Trumpf, wenn mein Partner noch Herzbube hat und dafür spricht eine ganze Menge. Sonst hätte er eben nämlich schon den Karo-Buben-Stich geschenkt. Tja, also kann ich da ruhig die Karo 10 fallen lassen, damit mein Partner jetzt, ja, jetzt sind die Trümpfe raus, jetzt kann mein Partner noch Karo spielen. Ich werfe jetzt natürlich die Pikluschen ab, behalte das Herz Ass, wenn die Trümpfe draußen sind, sind die Asse ja wichtige Stehkarten. Sehr gut möglich, dass der Spieler da in der Herz 10 steht. Auf jeden Fall, da er selber Pik abwirft, muss er fast an sich vielleicht jetzt nur noch Pik Ass haben und Herz 10 besetzt oder sowas. Ha, Überraschung, er hat nicht mal Pik Ass. Er hat allen Ernstes Pik König Lusche und Herz König zu dritt bei seinen 5 Trümpfen. Also kein Ass. Das war natürlich gar nichts, muss man sagen. Also das Spiel wäre wohl wirklich nur bei allergünstigster Verteilung Trumpf 3-3, Herz 2-2 zu gewinnen gewesen. So war das natürlich völlig wehrlos. Ja, hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Hier ist irgendwie was los. Es fühlt sich merkwürdig an. Man könnte, nachdem ich solche Spiele dann sehe, habe ich ja manchmal fast das Gefühl, ich spiele hier mal plötzlich ein ganz anderes Spiel. Zwei Spiele bei den Gegnern, die dermaßen chancenlos dann quasi untergegangen sind. Gut, mein eigenes wollen wir auch nicht verschweigen. Aber das Skat hat eben manchmal, ja, kuriosere
Verteilungen zu bieten als an anderen Tagen. Heute ist es auf jeden Fall lustig. So, was spielt man hier mit meinem, ja, mit meiner Traumkarte zum Grang auf? Ich habe irgendwo reingegriffen und tatsächlich das Ass von meinem Partner getroffen. Das ist ja dann immer schon mal beruhigend. Nichts kaputt gespielt. Gegner zum Stechen gezwungen, aber hier sehen wir es. Er hat viermal Herz von oben und drei Buben, also schon sieben bekannte Karten. Gut, wo mein Partner nichts hat, hätte ich nach meiner Karte natürlich schon ein Haus drauf stellen können, dass jetzt hier mindestens ein Grang bei rauskommt. Ja, und er hat noch drei Karos dabei. Karo König jetzt, ne? Hat er übrigens auch ungewöhnlich gespielt. Den Schneider, sage ich mal, gefährdet mit dem Blatt, drei Buben, Ass 10, König Lusch und einmal Ass König Lusch, sollte er an sich als zweite Karte gar nicht den Buben spielen, sondern direkt aus Ass König Lusche die Lusche. Falls diese Karte 3 zu 1 steht, diese Farbe Karo, damit er dann immer Schneider spielt. Gut, Spieler hat jetzt von oben gezogen, nach dem Motto, vielleicht passiert ja irgendwie durch ein Wunder Schneider schwarz, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, hat den Schneider damit gegen andere Verteilungen aufs Spiel gesetzt, war aber nicht der Fall. Ich sehe nur, Spieler 2 spielt offensichtlich schnell und trifft nicht immer die optimalen Züge. Sagen wir es einfach mal so, das ist völlig in Ordnung. Ich habe es eben nur registriert. Das ist alles, was ich sagen will. Ich komme jetzt hier bei 20 ran, habe es jetzt noch mal versucht, muss ja jetzt auch was tun beim Stand von 1 zu 1. Findung war wieder nur durchwachsen, also ein schlappes 5-Trümpfer-Wackelspiel. Auftakt schon mal sehr erfreulich, Herz 10 nach Hause bekommen. Tja, nun kommt gleich die Frage, Trumpf spielen, nichts anmerken lassen, oder ist das Spiel immer noch so schlecht, dass ich direkt den Kreuz-Doppelläufer ziehen muss? Denn es fehlt ja noch der siebte Herz. Wenn der siebte Herz kommt, Kreuz 2-2 steht, dann fliegt da sicher einer raus. Wenn nun Kreuz 3-1 steht, dann kann es durchaus günstig sein, erst noch Trumpf zu ziehen. Tja, weiß man es. Ich habe mir gesagt, wo Herz jetzt schon offenbar aus dem Zwilling oder Drilling ausgespielt wurde, das scheint mir eher ein Indiz, dass auch Kreuz günstig steht. Ich gehe da mal direkt über die Dörfer, aber leider verloren. Nicht der Fall. Interessant hier, dass Spieler 1 nicht den Kreuz König legt, sondern nur die 9, wo eben schon von seinem Partner die Dame fiel. Tja, kann ich jetzt ja hier mal die Kreuzlusche abschmeißen. Gut, kommt jetzt der Kreuzkönig, sonst hätte er jetzt natürlich was anderes schmieren können. Also ganz verdächtige Züge. So, und hier, guckt euch das mal an. Spieler 2 zieht den Kreuzbuben ab, interessant. Trumpf 10 war ja auch weg, jetzt zwei Trumpfrunden, das heißt, es fehlt nur noch ein Trumpf. Und jetzt kommt sogar Karo Bube hinterher. Das heißt, ich habe Rest, ich brauche nur drauf. Ich gucke mir den Stich auch noch mal an, denn ich habe hier voll den Faden verloren. Ich habe hier dermaßen den Faden verloren, weil ich da diese merkwürdigen Züge die ganze Zeit beobachtet habe, vielleicht schon im Kopf für euch so voranalysiert habe, dass ich irgendwie denke, da fehlt noch der Trumpfkönig. Habe jetzt hier ein Wahnsinnsglück, dass nicht das Karo Ass hinter mir steht, sondern nur die Dame. Sonst hätte ich hier das Spiel mir natürlich grandios selbst vermurmelt und das noch vor einem großen Publikum. Das macht dann ja immer besonders Spaß, aber so ist es manchmal, also völlig von der Rolle. Ja, deswegen heißt es auch beim Skat, guck mal lieber auf deine eigenen Baustellen, da hast du genug zu tun, bevor du immer mit dem Finger links und rechts auf die anderen zeigst. Das kannst du natürlich auch tun, aber das bringt dich nicht voran. Meistens hast du eben an deinen eigenen Karten genug zu tun. So, Spieler 2, auch hier so eine Eigenart, aus Ass 10 König, erst von unten. Drei Buben, Ass 10 König, ja, zwei Pik, aber warum schnippelt mein Mann? Ist es, ich meine, gut, der König scheint jetzt gedrückt zu sein, dann kann er wahrscheinlich sogar die Karo 10 oben haben. Aber die Zugfolge ist ja auch ungewöhnlich, muss man dazu sagen. Also warum spielt er das Ass und hat dann noch König Lusch in der Hand? Ich kriege jetzt hier die Karo 10, aber es langt nicht, 69 für den Alleinspieler. Gut, tatsächlich hätten wir in Pik dann nur 7 Augen mehr haben können. Also das Spiel war zu stark mit 3 Buben, Ass 10 König, Ass an der Seite.
Na, dann war nur schneiderfrei einfach das Maximum, was wir haben konnten. Trotz alledem wieder mal ein ungewöhnlicher Spielverlauf. Meistens sind ja bei solchen Blättern die Vollen im Keller. Na gut. Null Uwe Hand. Tja, einzige Baustelle, Kreuz Ass zu viert, aber der steht 2-2, also nichts los. Ein schneller Erfolg für Spieler 2, und der hat sich jetzt drei richtig große Spiele reingezogen, 120, 96, 59, steht plötzlich sehr gut da, obwohl er mit so einem schlappen Spiel auf der rechten Seite gestartet ist. Bei mir, ja, ihr seht es, da tut sich irgendwie nicht mehr viel. Da scheint so ein bisschen die Luft raus. Habe ich vielleicht das eine Mal da diese 20 zu bieten, das war dann wohl schon zu viel. Ja, wenn ich abergläubisch wäre, könnte ich denken, ich hätte den Kartengott verärgert. So abergläubisch bin ich nicht. Es sind dann einfach so die typischen kleinen Läufe mal in einer Serie, dass dann hier nichts kommt. So, irgendwie Kreuz hinterher, ja, logisch. Kann nicht spielen, hat mein Partner wahrscheinlich auch nicht, nur ich habe die Herz 10 blank, der muss also sowieso mindestens 2 oder 3 Herz haben. Habe ich gedacht, spiele ich lieber Herz 10 direkt, um meinem Partner vielleicht dann den Herz König wenigstens hochzuspielen, dass der den nicht abschmeißt, aber er hat ihn nicht. Ja, dann sieht es nicht so glücklich aus, hätte ich besser doch nochmal Kreuz gespielt, wäre wenigstens eine Herzlusche vielleicht abgeworfen, ein Stich mehr für uns, hätte, glaube ich, auch noch nicht gereicht. Na, nun kommen wenigstens doch noch ein paar Belege, ein paar schöne Grands hinten raus, dass die Liste also kein ganz reines Gemetzel wird. Pik Ass gestochen, und hier sehen wir es schon, mein Partner sticht nicht die Karo 10. Das spricht wohl sehr stark dafür, dass der Alleinspieler die 4 Buben hat. Sonst gibt es, glaube ich, keinen Grund, hier eine Piklusche abzutragen. Also 4 Buben und 4 mal Karo von oben. Scheint einer der besseren Sorte zu sein, und zieht auch gnadenlos die lange Farbe weiter, jetzt sogar über die Buben, dann werden wir wahrscheinlich nur einen Stich machen, dann ist dem Alleinspiel wohl das Herz Ass durchaus auch noch zuzutrauen. Trenne ich mich ohne Schmerzen von Kreuz, Kreuz 10 hält mein Partner, ich halt Herz 10, da machen wir unseren einen Stich. So, verdammte Axt, jetzt bin ich da ein paar Mal nicht gespielt und gnadenlos abgehängt worden. 300, 200, ich habe 116, zwei Spiele noch. Ich stehe sogar noch im Minus. Uah. Ja, sieht aber nicht so aus, als ob ich da aktuell groß was gegen machen könnte. Jedenfalls nicht mit der Karte. Na gut. Nochmal ein Krang. So, was wieder anfassen. Kreuz ist mir diesmal, ich habe die Farbe zu lang. Also die Gefahr ist mir zu groß, dass mein Partner gar kein Kreuz hat. Dann ist es also in so eine Viererlänge auf den langen Weg zu greifen unschön. Spiele ich dann doch lieber mal aus dem Karo König zu dritt. Das scheint auch harmlos gewesen zu sein. Okay, wieder 3 Buben. So, im Nachhinein denke ich schon, naja, ist das wieder so, wie Spieler 2 immer zieht, erst Pik König, dann Pik 10, dann Pik Ass? Wahrscheinlich schon, sei es drum, wenn er wieder so stark in der Beikarte ist, mit 3 Buben noch Ass, 10 König dabei und Karo Ass, dann können wir sowieso nicht gewinnen, dann kann ich, ja, da riskiere ich einfach die Kreuz 10. So, jetzt halte ich hier meinen Karo König, damit wir unseren einen Stich machen. Ach, guck an, da machen wir sogar noch einen Stich in Herz. Na gut, da haben wir eben unsere 2 Stiche gemacht und sind so oder so Schneider. Also 500 Punkte für Spieler 2, der hat sich richtig gut gemacht nach dem Fehlstart. Ein Spiel ist noch, ja, Spieler 1, den könnte ich noch greifen, da werde ich mal drauf visieren. 116 gegen 236, das sind 120 Unterschied, also ein 72er Spiel brauche ich jetzt. Dann kann ich meine kleine Seitenwette wenigstens gegen einen Spieler einlösen. Das sieht aber nicht wie ein 72er Spiel aus, zumindest noch nicht wie ein fertiges. Na, muss ich jetzt halt vielleicht mal Kreuz Bube finden, ne? Aber für 24 komme ich nicht ran, und es ist einfach nicht mehr. Auch der Kreuz ist schon ein Tick weit verwegen. Spieler 2, der auf 500 steht, möchte diese Liste krönen, und dann soll er es bitte tun. Mein Segen hat er, zumindest hier das Spiel vorzutragen.
So, Herz wird gespielt. 4 Trumpf habe ich dagegen und eine Viererlänge in Kreuz. Also die Farben stehen unangenehm lang oder ungewöhnlich mit zwei Blenkern. Dafür habe ich Pik 10 blank und es wird hier richtig getroffen. Pik Ass rauf war natürlich sicher die richtige Entscheidung. Mein Partner sollte den Kreuz Buben haben aufgrund der Reizung. Und er hat Pik König. Na gut, dann ich mit meinen 4 Trumpfen. Erstmal den vollen Laden. Die Karo Lusche kann ich ja gleich in den nächsten Pikstich noch abtragen. So passiert es auch. So, Herz 9. Da kann ich natürlich ruhigen Gewissens mal tauchen. Sollte mein Partner vielleicht sogar noch einen Trumpf haben? Jawohl, so ist es. Da ist noch die Trumpfdame. Und er trifft Kreuz. Das ist natürlich perfekt. Denn damit habe ich jetzt Trumpfabzug und nur noch Kreuz. Damit sollten wir den Spieler am Schlafittchen gepackt haben. Hier Trumpf Ass kriege ich, Trumpf 10 habe ich, hat der Spieler eben gestochen, aber er kommt hier nur auf 48 Augen. Ja, das war ja jetzt ärgerlich. Also gut war das Spiel tatsächlich nicht. 5 Trumpf, Pik Ass und Karo Ass 10. Gut, er hat durchaus ein paar Belege, aber dann muss er vielleicht direkt nachdem er Pik 21 greift, auch schon mal das Karo Ass zwischenziehen. Denn das ist ja nun klar, dass ich die blanke 10 da nicht, dass ich die 10 nicht freiwillig reingeschmissen habe. Also direkt Karo Ass und 10 mal im zweiten und dritten Stich. Gut, Karo 10 steche ich natürlich. Aber dann hat er natürlich wieder Optionen, mein Ass zu bekommen. Was soll ich denn dann schon nachspielen? Gut, vielleicht spiele ich Trumpf rüber, dann kann ich meinen Ass auch retten. So oder so macht er einen besseren Eindruck. So, weiß ich nicht, ob es ihm gereicht hätte, das ist der offiziell amtliche Endstand. Es gibt schließlich keinen Karten wieder aufnehmen und nochmal spielen. Wir können trotzdem gratulieren, 3,75. Spieler 2 hat den Tisch gewonnen und mich geschlagen, auch Spieler 1 hat mich geschlagen. Ich habe minus 14 Spielaugen, 2:1 Spiele, ja, wenn ich das so gesehen habe, da das eine Ding, wo ich da Trumpf vergesse. Also Trumpf vergessen, da kann man es mal wieder sehen. Nur weil du grundsätzlich vielleicht solide Skat spielst, heißt das nicht, dass du immer solide Skat spielst. Das musst du auch jedes Mal abrufen. Also würde ich mal sagen, habe ich auch nichts Besseres verdient. Ein leistungsgerechtes Ergebnis. Damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut platt.